liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Börsenplatz, mal wieder direkt vom Frankfurter Börsenparkett. Ja, auf dem war einiges los im fast abgelaufenen Jahr. Was für ein Jahr an der Börse, was für ein Jahr für den DAX. Es ist einiges passiert. Natürlich blickt jeder mit unterschiedlichen Gefühlen auch auf dieses Jahr. Und was so die prägendsten Erlebnisse für ihn waren, das fragen wir jetzt den Marktexperten Robert Halber von der Baader Bank. Herr Halber, schön, dass Sie heute bei mir an der Börse sind. Ich habe es angesprochen, das Jahr war ja durchaus bewegt an der Börse. Positiv muss man sagen, die Kursentwicklung, die war ja dann doch ganz phänomenal. Was war so Ihr prägendstes Erlebnis, das Erlebnis, an das Sie sich zum Beispiel am meisten erinnern in 2013? Ich grüße Sie. Ich denke, das Wichtigste war für mich der Beginn der Tapering-Diskussion, also die Frage, ob die USA irgendwann weniger neue Liquidität in die Märkte geben. Das hat die Märkte sehr lange erschüttert, sehr ärgerlich auch die Emerging Markets erschüttert. Weil damit für mich klar war, aha, wir haben ein Drogenproblem. Die Finanzmärkte sind abhängig ganz massiv von der Liquidität der Notenbank, speziell der Liquidität der US-Notenbank. Und wenn man nur mit dem Fersten daran rüttelt, wenn nur die Gefahr droht, dass das ein bisschen weggenommen wird, ist das für die Finanzmärkte schon ganz, ganz schlimm. Die Emerging Markets hatten ja fast eine ähnliche Krise wie 97 zur Asien-Krisenzeit. Das heißt für mich, die Märkte sind verdammt abhängig geworden von Liquidität. Das ist für mich das einschlägige oder das markanteste Erlebnis von 2013. Das hat sich ja durchs ganze Jahr durchgezogen. Im Mai haben wir dieses Wort Tapering zum ersten Mal so richtig zur Kenntnis genommen. Danach wurde es eigentlich jedes Mal wackelig, sobald auch nur ansatzweise eben die Gefahr bestand, dass damit begonnen wird. Wenn man aber bedenkt, wie oft der Markt dann doch mal ein bisschen nervös gezuckt hat, wenn das Wort eben im Raum stand, ist es ja doch aber ziemlich phänomenal, ziemlich heftig, wie gut sich der DAX dann trotzdem entwickelt hat. Hätten Sie mit der Entwicklung gerechnet? Nein, so gut nicht. Aber man muss sagen, wenn natürlich die Geldpolitik trotzdem stimmt, wenn es in Amerika wieder stimmt, weil man sagt, das Tapering wird zwar irgendwann kommen, aber die Zinsen bleiben noch sehr weit unten. Und wenn die Notenbank ja erst in diesem Jahr so richtig Vollgas gegeben hat, auch verbal erotisch, indem sie klar gemacht hat, egal was passiert, wir haben trotz dieser massiven Zinssenkung noch weitere Pfeiler im Köcher. Das heißt, noch weitere Zinssenkungen und natürlich auch die Möglichkeit, wenn alle Stricke reißen, aufkaufen zu können. Und das wurde ja durchaus auch schon angekündigt oder schon angemahnt, dass man das bei Bedarf machen kann. Das heißt, für mich, es gab dann keinen Grund, den DAX nicht weiter zu kaufen, weil ja auch dieses billige Geld dafür sorgt, dass die Konjunktur angestachelt wird und damit eben auch konjunkturell der DAX Unterstützung bekommt. Der DAX ist ein sehr starker Konjunkturindex. Wenn wir auch mal jetzt in Richtung Eurozone blicken, wir haben ja nicht nur eine Notenbank, eine Fed in den USA, wir haben ja auch noch die EZB. Und da war es ja auch ein Hingucker in diesem Jahr, dass man sich erstmals so ein bisschen in die Karten gucken ließ, dass man erstmals eine Forward Guidance gegeben hat, dass man eben längerfristig den Zins niedrig halten wird. Hätten Sie mit dem Schritt gerechnet und wie erklären Sie sich den? Es war klar, dass die EZB das machen muss. Sie mussten den Finanzmärkten glaubhaft versichern, egal was passiert. Die Zinsen ganz unten, die bleiben unten, da passiert nichts, genauso wie in den USA. Von daher ist das Motto der EZB, von USA lernen heißt siegen lernen. Die Finanzmärkte müssen wirklich ganz klar eingebläut bekommen. Die Notenbanken werden nicht klein beigeben. Man wird es nicht so machen wie in früheren massiven Liquiditätshausephasen, neuer Markt oder eben auch Immobilienblase, wo dann irgendwann ansteigende Zinserhöhungen diese Liquiditätsträume zum Platzen gebracht haben. Sehr markant zum Beispiel ab 2004 die Erhöhung der US-Notenbank ihrer Zins von 1% auf 5,25. Damit musste die Immobilienblase irgendwann platzen. Genau das werden wir nicht sehen. Die Zinsen bleiben unten. Das ist das Glaubensbekenntnis der Finanzmärkte, dass man weiß, uns droht nun wirklich kein Ungemach. Aber tatsächlich hat sich die EZB ja eben in den letzten Jahren nicht in die Karten gucken lassen. Wie erklären Sie sich jetzt den Kurswechsel? Wieso gibt man jetzt trotzdem plötzlich eine Forward Guidance, was es so vorher nicht gegeben hätte? Die EZB weiß genau, wenn die USA ein Tapering macht, muss ich dagegen anstinken. Ich muss den Finanzmärkte glaubhaft machen. Lasst in Amerika ein bisschen weniger neue Liquidität in die Märkte geben. Wir bleiben auf Kurs. Deswegen auch diese klare Aussage, dass da keine geldpolitische Restriktion droht. Wir müssen Sicherheit haben und Herr Draghi liefert diese Sicherheit durch die sehr klaren Aussagen, was die Zinspolitik auch die nächsten Jahre angeht. Herr Draghi hatte ja vorher auch schon die Märkte beruhigt, das Bekenntnis auch eben zum Euro und dass man eben alles tun würde, um den Euro zu retten. Das hat ja auch so ein bisschen die Schärfe aus der gesamten Euro-Krise rausgenommen. Von der Euro-Krise haben wir jetzt im abgelaufenen Börsenjahr eigentlich nicht mehr viel gehört, oder? Ja, die Euro-Krise ist scheinbar nicht mehr da. Natürlich ist sie da, aber die EZB hat ein schönes buntes Mäntelchen um die Euro-Krise rumgebaut und sie ist nicht mehr sichtbar. Sie ist da, leider ist sie auch in Zukunft weiter da, denn wenn die EZB hilft, haben wir einen fatalen Teufelskreis. Wenn die EZB hilft, weil Länder wie Spanien oder Portugal, Italien zu wenig oder gar keine Reformen machen, wenn sie deswegen hilft, wenn die Länder auch in Zukunft
keine Reformen machen, weil sie ja wissen, die EZB hilft uns doch, da müssen wir gar nichts machen. Außerdem ist bei vielen Ländern ja der Grundsatz da, wer reformiert, wird abgewählt. Das heißt, auch die realen Wirtschaften, die Finanzpolitiker verlassen sich darauf, dass die EZB schon alles dafür tun wird, dass die Sache nicht kollabiert. Nur, das ist fatal für die Langfristperspektive. Ein Wettbewerb findet nicht mehr statt. Die Wirtschaftswachstumsraten werden immer schwächer und auch eine große Koalition bei uns in Deutschland ist sicherlich nicht der Garant dafür, dass wir weiter auf Stabilität und auf Reformen setzen. Leider nicht. Es bringt nichts, dass wir in der Eurozone uns alle wohlfühlen, die Euro-Krise nicht mehr so scheinbar ist, aber eigentlich dann nach hinten raus, wo keiner zuschaut, unsere Wirtschaftsstärke, die wir immer hatten mit Agenda 2010, verkauft wird. Wir müssen die Hausaufgaben weitermachen, Agenda 2020. Aber wenn die EZB das Geld gibt, hilft, muss die Politik nicht mehr. Also es war definitiv ein Jahr, bei dem man sehr auf Notenbanken geguckt hat, quasi fast schon das Jahr der Notenbanken. Die Politik, Sie haben es gerade schon die Große Koalition angesprochen, die Politik, die ist eigentlich fast so ein bisschen als Non-Event gelaufen, weil wir hatten immerhin im abgelaufenen Jahr auch eine Bundestagswahl. Allerdings wurde diese an der Börse nicht so richtig gespielt. Also blickt man überhaupt nicht mehr von Seiten der Börse auf die Politik oder geht es da wirklich dann ganz klar nur noch um Geldpolitik? Man könnte sagen, die Politik denkt, aber die Notenbank lenkt. Weil man genau weiß, die Politik kann ich gar nicht mehr so viel machen. Die Notenbank ist der entscheidende Machtfaktor. Von daher müsste man fast sagen, Mario Draghi ist der heimische Staatspräsident der Eurozone. Er hat eine Allmacht auch in seiner Funktion als EZB-Präsident. Da kommt kein Politiker ran. Frau Merkel ist sehr bedeutsam, ist sehr machtvoll, aber entscheidend ist immer die Finanzpolitik. Und die Politik an sich, die Finanzpolitik, geht in die zweite Riege über, ist nicht mehr prioritär. Und das ist schon dann auch schon sehr bemerkenswert, ein Erlebnis für 2013. Und man wusste ganz genau, entweder wird Schwarz-Gelb bestätigt oder es gibt die Große Koalition. Und beide Koalitionen haben sowieso auf ihren Fahnen stehen, wir retten die Eurozone zu Ende, koste es, was es wolle. Wenn wir nochmal zurückblicken eben auf 2013, das Wort Tapering war ja definitiv in aller Munde. Wäre dann Tapering auch Ihr Wort quasi des Jahres oder haben Sie ein spezielles anderes Lieblingswort für 2013? Nein, Tapering ist das Wort des Jahres definitiv, weil es einfach umschreibt, der Versuch einer US-Notenbank aus einer Sache rauszukommen, die längerfristig fatal ist. Wenn man einfach jetzt weiterhin zu 85 Milliarden jeden Monat Staatspapiere und hypothekenbesicherte Anleihen aufkauft, bekommt irgendwann natürlich diese Liquiditätshosse eine massive Übertreibung und dann kann sie irgendwann platzen. Also ist jetzt die Verbalerotik der Notenbank gefragt, auch in Form von Frau Yellen, die sicherlich sehr clever das Ganze machen wird. Sie wird nämlich sagen, ja, wir werden das Tapering sicherlich machen im nächsten Jahr, aber ganz homöopathisch und die Zinsen bleiben sowieso unten, also macht euch keine Sorgen. Und wenn die Märkte das gefressen haben, ja, da bin ich mir sicher, wird Frau Yellen, die ebenso weise wie weißhaarige geldpolitische Taube, den Spitznamen La Paloma Blanca bekommen. Darauf bin ich jetzt schon gespannt, auf den neuen Spitznamen von Frau Yellen. Da müssen wir noch ein bisschen bis dahin warten. Was würden Sie jetzt sagen, wir haben jetzt darüber gesprochen, was so die Hauptereignisse in 2013 waren an den Börsen. Gab es jetzt noch irgendwie skurrilen Randnotizen, Dinge, die uns von 2013 an der Börse im Gedächtnis bleiben, Ihnen speziell im Gedächtnis geblieben sind? Ich finde es faszinierend, dass in der Euro-Südzone keine Reformen gemacht werden, nicht gespart wird und trotzdem die Risikoaufschläge zu deutschen Anleihen gesunken sind. Das ist also fast absurd, aber es zeigt einfach, wo die Machtpotenziale heute liegen. Ja, die Notenbank, egal was passiert, sorgt dafür, dass die Richtung stimmt. Nur längerfristig werden wir dafür einen Preis bezahlen. Aber noch nicht nächstes Jahr und noch nicht übernächstes Jahr. Längerfristig wäre natürlich das Stichwort. Wir haben jetzt einen Blick zurückgeworfen auf 2013. Da war einiges los an den Märkten. Aber wir haben ja eingangs auch darüber gesprochen, dass der DAX sich so rasant entwickelt. Damit hätte man ja nicht unbedingt gleich zu Jahresbeginn gerechnet. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn man die Notenbankpolitik anschaut, auch die konjunkturelle Entwicklung, den Euroraum. Was ist jetzt hier Ihre Prognose? Was erwartet uns zum Start in das Börsenjahr 2014? Und dann zum Beispiel eben auch, wenn Janet Yellen dann das Ruder übernimmt. Also fürs nächste Jahr haben wir eigentlich die Kraft der zwei Herzen. Wir haben eine konjunkturelle Beschleunigung weltweit, in China, in Japan, in Amerika, sogar in der Euro-Südzone, auch wenn sie mit neuen Schulden erkauft wird. Deutschland läuft besser, das heißt, die Aktienmärkte haben die fundamentale Unterstützung, was auch dann die Bewertungen, die im Augenblick sehr sportlich sind, wieder etwas entspannt. Hinzu kommt aber, dass trotzdem eine Geldpolitik nicht weniger üppig sein wird, sondern weiterhin Vollgas geben wird, also die Kraft der zwei Herzen. Das spricht dafür, dass wir unter Schwankungen im nächsten Jahr
weiter aktienmäßig nach oben steigen würden und die Krisen, die wir durchaus haben, ein neuer Budgetkonflikt in den USA oder die Reformunfähigkeit der Eurozone oder kulturelle Schwächen ab und zu in den Schwellenländern oder Überbewertungen damit einigermaßen wegdrücken können. Auch das nächste Jahr wird für mich unter Schwankungen ein gutes Aktienjahr werden, das uns zum Ende des Jahres dann durchaus auf Werte über 10.200, wenn es sehr gut läuft, sogar 10.500 bringen kann. Was wäre denn jetzt an dieser Stelle Ihr Rat im Moment an Anleger? Also wichtig ist nicht zu sagen, oh, der Aktienmarkt ist viel zu teuer, ich gehe nicht mehr rein. Für mich ist das regelmäßige Ansparen jeden Monat ein wunderbares Instrument, um von den weiteren Entwicklungen der Aktienmärkte zu profitieren. Geht es nach oben, ist man vermögender. Geht es nach unten, bekommt man für seinen Euro-Beitrag mehr Aktien. Herz, was willst du mehr? Also man sollte immer noch weitermachen. Man spart ja auch weiterhin vielleicht in Rentenpapieren an oder in sonstigen Anlageformen. Aber beim Aktienmarkt auf jeden Fall treu bleiben, weil ein Ende der geldpolitischen Hoffnung und der Liquiditätshosse im Vergleich zum Vergangenheit nicht passieren wird. Man wird weiterhin Vollgas geben, weil man Angst davor hat, dass ansonsten die Märkte kollabieren. Also, solange es vom Himmel dann Liquidität regnet, den Regenschirm aufspannen und da steht dick drauf Aktien. Herr Halver, vielen herzlichen Dank für den Jahresrückblick und auch schon mal den Ausblick für 2014. Bis sehr. Liebe Zuschauer, das war unser Marktüberblick für 2013. 2013 mein Börsenjahr hier von Robert Halver, dem Marktexperten hier von der Baader Bank. Und wir haben natürlich auch schon mal einen Blick vorausgeworfen, was könnte uns 2014 erwarten. Also je nachdem, wie weit es denn weiter Liquidität vom Himmel regnet, wenn wir jetzt hier dem Experten eben dementsprechend zugehört haben. Die ganze Sendung können Sie sich natürlich auch jederzeit nochmal anschauen unter www.drf.fm. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.